Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Aus aktuellem Anlass geht es heute eben um die neue Z6 Mark III, also der Nachfolger der Z6 Mark II aus dem Hause Nikon. Und die Kamera reiht sich eigentlich unterhalb von der Z8 ein, sozusagen als kleiner Bruder der Z8, ähnlich wie das Canon auch bei der R5 und R6 bzw. R6 Mark II gemacht hat. Und es hat ein paar sehr interessante Spezifikationen, einige Neuheiten dabei, einige Sachen, wo ich auch ein bisschen enttäuscht bin, ganz ehrlich gesagt. Und ich möchte einfach ein bisschen darüber reden, meine Einschätzungen geben. Ich konnte die Kamera bis jetzt noch nicht testen. Und da möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch einmal über die Gerüchte aus dem Hause Canon zu reden, denn die R5 Mark II, auf die warten wir schon sehr lange. Ich denke zumindest viele von euch auch. Auch über die R1 wird immer wieder geredet und eventuell sogar über eine R6 Mark III. Und ich möchte auch wirklich darüber reden, was mich an den aktuellen Kameras noch ein bisschen stört, was ich vor allem bei meiner R5 gerne verbessert hätte, denn ich hatte in den letzten Monaten wirklich einige Kameras in der Hand und da gibt es schon so ein paar Sachen, auf die ich mich freue. Starten wir gleich mal mit der Nikon Z6 Mark III, wie gesagt, Nachfolger der Z6 Mark II. Am Gehäuse haben sich einige Sachen getan, ein paar kleine Veränderungen. Die Kamera ist ein klein wenig größer und auch schwerer geworden. Sie ist immer noch leichter als die Z8, ist immer noch, wie gesagt, der kleinere Bruder, nicht nur von den internen Spezifikationen, was die Kamera kann, sondern auch vom Gehäuse her. Wenn man das mit Canon vergleicht, ist das, wie gesagt, ein bisschen ähnlich wie die R5 und die R6 Mark II. Allerdings ist bei Canon alles ein bisschen kleiner. Also die R5 ist kleiner und leichter als die Z8 und die R6 Mark II ist deutlich kleiner und leichter als die Z6 Mark III es jetzt ist. Es ist tatsächlich so, dass die Z6 Mark III immer noch 100 Gramm schwerer ist als die R5. Ob man jetzt lieber eine kleine und leichte oder größere und schwere Kamera hat, das ist schlussendlich Geschmackssache, darum möchte ich hier nicht zu viel drauf eingehen und wie gesagt, ich hatte die Kamera auch noch in der Hand. Was aber auf jeden Fall neu ist, ist der Sensor. Wir bleiben bei 24 Megapixel. Es ist jetzt ein 24,5 Megapixel teilweise gesteckter Sensor, wenn man das so über Deutsch übersetzen kann ins Deutsche. Original Partially Stacked Sensor. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Hybrid zwischen einem konventionellen Sensor und einem Stacked Sensor. Er verspricht schnellere Readout Speeds, als es die normalen Sensoren haben. Und hier bin ich echt gespannt, denn bei den normalen Sensoren gibt es ein sehr breites Spektrum. Ich habe hier zum Beispiel eine kleine Canon EOS R10, eine Einsteigerkamera, und hier ist das Readout so langsam, dass ich die nicht im elektronischen Verschluss verwende, selbst wenn ich statische Motive fotografiere. Dann gibt es andere Kameras, wie zum Beispiel meine R5, die mich gerade filmt. Man sieht zwar manchmal einen Rolling Shutter, aber das Readout ist sehr schnell und ich fotografiere über 99% der Fotos im elektronischen Verschluss. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wird sich hier die Nikon Z6 Mark III einsiedeln? Wenn die noch ein bisschen schneller ist wie eine R5 oder R6 Mark II, das könnte sehr spannend werden. Aber das werden die ersten Tests dann zeigen, denke ich. Nikon wirbt mit einem sehr schnellen Serienbild mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und Pre-Burst integriert. Tönt auf den ersten Moment gut, aber man muss aufpassen. Die 120 Bilder pro Sekunde sind nur im JPEG mit APS-C-Crop. Das heißt, wir kriegen 10 Megapixel Dateien raus im JPEG. Das mag für gewisse Situationen reichen, aber ist jetzt für mich, glaube ich, nicht etwas, das ich häufig benutzen würde, allein schon wegen diesem Crop-Faktor, der je nachdem halt schon ein Problem wird, gerade wenn man Action fotografiert, aus meiner Erfahrung. Im normalen Serienbild schafft die Kamera 20 Bilder pro Sekunde im RAW, allerdings hier kein Pre-Burst. Also der Pre-Burst geht wie bei der Z8 und Z9 nur im JPEG. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, wenn wir gerade wieder rüberschielen zur Canon R6 Mark II, wie gesagt, recht schnelles Readout, minimalster Rolling Shutter, aber da haben wir ein Pre-Burst. Ich glaube, es sind dann 30 Bilder pro Sekunde, ansonsten fotografiert die Kamera 40 Bilder pro Sekunde. Das ist schon einiges mehr. Was dann bei der R6 Mark II manchmal ein bisschen mühsam war, fand ich, ist, dass der Puffer nicht extrem lange durchhält, da die SD-Karten halt, naja, es sind SD-Karten, die sind nicht so schnell. Und hier finde ich es cool, dass Nikon eine CF Express Typ B-Karte und einen SD-Karten-Slot hat. Dadurch sollte eigentlich dann deutlich weniger Probleme geben mit Serienbild, mit dem Buffer, wenn man auch mal ein bisschen länger fotografiert.
Was ich wirklich, wirklich cool finde, sind die Videospecs von dieser Kamera. Und ich habe das Gefühl, das wird die große Stärke. Wir haben 4K 120 Bilder pro Sekunde. Ich vermute, unter anderem dank dem CF Express Typ B Slot, die Canon R6 Mark II kann das zum Beispiel nicht. Und das ist für mich ein Grund, wieso mich die nicht so interessiert hat. Also das finde ich wirklich cool. Und wenn man ein bisschen auf Auflösung verzichtet und dafür eine noch höhere Bildrate haben möchte, kann man auf 240 Bilder pro Sekunde bei Full HD gehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für gewisse Szenen cool sein könnte. Und was ich bei Nikon halt allgemein sehr gut finde, ist die Stabilisierung im Videomodus. Die ist einfach ausgezeichnet. Ich habe noch keine andere Kamera gehabt, die so gut stabilisiert im Videomodus mit langen Telebrennweiten. Also ich denke, fürs Filmen sicher eine super Kamera. Die fast größte Schwäche dieser Kamera sehe ich ehrlich gesagt im Preis. Sie kostet aktuell in der Schweiz 3000 Schweizer Franken. Ich glaube, in Deutschland müssten es ungefähr 3000 Euro sein. Das ist ein bisschen teurer als eine R6 Mark II. Okay, es ist auch eine neuere Kamera, aber ich sehe tatsächlich das Problem ein bisschen intern von Nikon. Die Z8 kostet nämlich in der Schweiz zumindest weniger als 400 Franken mehr. Also wir sind hier ein bisschen mehr als 10% Aufpreis, den man noch zahlt, um von einer Z6 Mark III auf eine Z8 zu wechseln. Die Z6 Mark III hat natürlich ein paar Features, die die Z8 nicht hat. Zum Beispiel einen höher auflösenden und helleren Sucher. Das Display kann man nach vorne rausklappen. Das kann für gewisse Leute definitiv matchentscheidend sein. Für andere könnte ich mir aber vorstellen, dass dann vielleicht die Z8 doch interessanter sein könnte. Oder wenn man sich einen Zweitbody kauft, die Z8, also zwei Z8s, sind halt einfacher von der Bedienung her wie eine Z8 und Z6 Mark III, auch wenn sie sich viele Elemente teilen. Aber hier denke ich, wird die Praxis zeigen, wie nahe die Z6 Mark III an der Z8 ist und wo sie vielleicht sogar vorbeizieht. Ich werde die Kamera auf jeden Fall so schnell wie möglich testen. Ich kann euch aber momentan noch nicht sagen, wann das der Fall sein wird. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert doch mal meinen kostenlosen Newsletter auf meiner Webseite, dann werdet ihr schnell informiert über allgemeine Neuigkeiten und zusätzlich erhaltet ihr auch noch ein kostenloses E-Book mit meinen 10 wichtigsten Tipps für die Vogelfotografie direkt nach der Anmeldung vom Newsletter. Die Konkurrenz schläft nicht und dann wird es eben interessant. Die Frage bei Canon: kommt vielleicht doch schon früher als später eine R6 Mark III als Antwort auf die Z6 Mark III? Wir werden es sehen. Was auf jeden Fall bald kommen wird, ist die R5 Mark II und auf die freue ich mich richtig. Also wenn die Gerüchte in die richtige Richtung gehen, 45 Megapixel Stacked Sensor, ein schnelleres Serienbild, verbesserter Autofokus, Pre-Burst, Video-Features hoffe ich doch auf die eine oder andere Verbesserung. Also das könnte wirklich, wirklich cool sein. Ich hätte mir gewünscht, dass die schon vor dem Sommer kommt. Momentan sieht es doch eher aus, als ob die dann irgendwie ab Ende August so langsam erhältlich sein wird. Meine Vermutung, wenn wir allgemein auf den Kameramarkt schauen, denke ich, dass da wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, bis alle Leute, die eine haben wollen, die auch kriegen. Und die Canon EOS R1 soll ja auch noch kommen, denn bis jetzt hat Canon kein richtiges Flagship im spiegellosen Markt, zumindest auch gemäß eigener Aussage. Und hier bin ich gespannt. Ich hoffe, dass die neuesten Gerüchte nicht wahr sind und die Kamera nicht einen 24-Megapixel-Sensor haben wird. Ich meine nichts gegen einen 24-Megapixel-Sensor. Ich sehe absolut ein, dass das für viele Fotografen ausreicht, vielleicht sogar die bessere Wahl ist. Aber mein Eindruck ist, da haben wir doch schon die R3. Und meine Idee wäre irgendwie gewesen, wir haben die R5, die die hohe Auflösung hat, wir haben die R3, die einfach noch mehr Geschwindigkeit hat, noch ein bisschen professioneller ist und man fügt das zusammen zu einer R1. Ob das jetzt schlussendlich 40 Megapixel, 45 oder 50 sind, spielt ja nicht so eine Rolle, aber so etwas in der Größenordnung, jetzt 24, okay, ich frage mich dann einfach, wie viel mehr ist die Kamera als eine R3 Mark II. Aber wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall auch hier gespannt. Und ich bin auch gespannt, wann ich meine andere R5 wieder zurückkriege. Die ist nämlich momentan in der Reparatur, weil ich ein Problem bei einem Walrad hatte. Die Kamera ist knapp 2,5 Jahre alt. Das sollte also noch unter Garantie durchgehen. Auch hier, wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne ein kurzes Update geben, ob das geklappt hat mit der Reparatur unter Garantie. Und wie gesagt, ich freue mich ohnehin, wenn dann hoffentlich eine R5 Mark II kommt. Falls ihr jetzt die
Z6 Mark III vorbestellen möchtet, habe ich ja mal einen Affiliate-Link unten reingesetzt. Ihr würdet meinen Kanal damit einfach unterstützen, zahlt aber keinen Cent mehr.